dir keine Sorge, liebes Erstsemesterlein. Du findest auf jeden Fall Freunde und hast eine richtig gute Zeit hier in Göttingen. Wenn ihr Ende des Monats kein Geld mehr habt, ne, dann könnt ihr die Karte in den Automaten stecken, und also den EC-Kartenautomaten, und euch auf 20 Euro aufladen, weil das dauert so ein paar Tage, bis das Geld zurückkommt. Also bis sie jetzt merken, dass das Geld nicht da ist. Und ja, so könnt ihr noch ein bisschen mehr Mensa essen. Turmmensa ist die bessere Mensa, das muss man sich merken. Lauf! Mach dir keine Sorgen, es ist cooler, als es am Anfang wirkt. Und Göttingen hat mehr zu bieten, als man am Anfang vielleicht denken kann. Also einfach weiter suchen und weitermachen. Also mein Tipp ist eigentlich nur, nicht den organisatorischen Teil des Studiums zu unterschätzen. Dass man einen darauf hingewiesen hätte, dass man netzwerken sollte, ja? Dass man sich Leute sucht, die schon Ahnung davon haben, und ne? Einfach die Aufforderung, sucht euch Hilfe, wenn ihr Hilfe braucht. Kaffee gibt's auch im Tee, da ist die Schlange kürzer. Probiert einfach aus, lasst euch nichts erzählen. Macht mehr als das, was ihr machen müsst. Es gibt so viel an der Uni, so viel zu entdecken, so viele interessante Veranstaltungen, interessante Leute. Geht in Seminare, die ihr euch nicht anrechnen lassen könnt. Geht in Vorlesungen von anderen Studiengängen, die euch einfach nur interessieren. Und probiert ein bisschen aus, findet raus, was ihr interessant findet, was ihr gut findet. Guckt mal ein bisschen links und rechts über den Tellerrand. Ihr seid hier an einem Ort, wo unglaublich viel Wissen versammelt ist an einer Stelle, und ihr seid in der privilegierten Situation, das mitzunehmen und das mitzukriegen, und genießt das einfach und findet euren eigenen Weg, vielleicht auch ein bisschen abseits von dem vorgegebenen Schema. Und der beste und wichtigste Tipp: engagiert euch in Hochschulgruppen, zum Beispiel bei Univision.